Hallo und herzlich willkommen zu Würfelwissen. Mein Name ist Jan Kube und wir beschäftigen uns heute mit Teil 1 der Programmierserie zum Thema Datentypen und Variablen. Dazu gehen wir direkt in den Rechner rein und ihr seht hier meine Processing-Oberfläche. Das hier ist das normale Programmfenster. Das habe ich geöffnet, nachdem ich Processing installiert habe. Das gibt es kostenlos auf processing.org. So, oben rechts seht ihr, dass wir in der Java-Umgebung sind. Wir könnten noch eine andere Sprache nehmen, aber wie im Teil 0 gesagt, gehört zu einer großen Familie und ist relativ übersichtlich zu lernen. In diesem Teil geht es darum, wie bringe ich dem Rechner eigentlich etwas bei? Wie bringe ich ihm bei, etwas im Kurzzeitgedächtnis zu behalten? Und zwar, der Rechner ist ja doof, der denkt nicht mit. Und ich muss ihm speziell sagen, merkt ihr mal das, merkt ihr mir dieses, merkt ihr mir jenes. Was ich ihm nicht zu merken gebe, das vergisst er auch sofort. Okay, sagen wir mal, ich möchte eine normale Zahl ihm sagen. Zum Beispiel die Zahl 5. Ja, dann kann ich die hier hinschreiben, aber das ist erstmal nur eine Zahl und die hat keine Besonderheit. Ich muss ihm auch noch sagen, diese Zahl soll gemerkt werden unter einem Namen. In diesem Fall soll der Name mal A heißen. A ist gleich 5. So, zwei Sachen fehlen noch. Erstens muss ich ihm sagen, dass diese Zahl eine ganze Zahl ist. Das mache ich mit int. Int steht für Integer oder für Integer auf Deutsch. Und das bedeutet einfach eine ganze Zahl, positiv oder negativ. Und am Ende fehlt noch ein Semikolon. Das Semikolon sagt, dass der Befehl jetzt zu Ende ist. Das heißt, diese Zeile hier ist ein Befehl. Die lautet, dieser Befehl lautet, merkt dir doch mal den Wert 5 unter dem Namen A. Und das Ganze ist eine ganze Zahl. Also, leg Speicherplatz an für eine ganze Zahl, nenn es A und merkt dir die 5. Das kommentiere ich für uns, damit wir nicht vergessen, was es ist. Integer steht für eine ganze Zahl. Das bedeutet, ich kann mir hier positive wie negative Zahlen merken. Ich könnte auch die minus 5 mir merken. Aber keine Kommazahlen, nur ganze Zahlen. Das Ding müsste übrigens auch nicht A heißen, wie in Mathe A, B, C, X, Y, Z. Sondern ich könnte es auch einfach meine erste ganze Zahl nennen oder so. Dann wäre das Ding hier, das große, eine Variable. Ich kann also einen Namen haben, der spricht. Und ihr seht hier schon eine Konvention. Das Ganze fängt klein an. Und jedes nächste Wort schreibt man dann groß, damit man es besser erkennt. Es gibt auch Leute, die möchten da gerne Unterstriche einsetzen, aber da bin ich nicht so ein Fan von. Das wird ein bisschen auseinandergezogen. Ich schreibe gerne einfach entsprechende Zahlen, aber jetzt in dieser Demonstration nehme ich Buchstaben, denn die sind auch leichter wiederzuerkennen oder relativ kurz. Es ist übrigens egal, ob ihr hier Leerzeichen einsetzt oder nicht. Der Rechner versteht euch trotzdem. An der Stelle sind Leerzeichen also tatsächlich ziemlich egal. Das, was ich hier rechts gemacht habe, ist ein Kommentar. Der wird eingeleitet mit zwei schrägen Strichen oder eingeklammert mit Schrägstrich und Sternchen. Aber ist jetzt erstmal nicht so dramatisch. Wir nehmen zwei schräge Striche. Der ist nur für uns da. Der Rechner liest das hier nicht. Das ist nur für uns, für Menschen als Anleitung und als Hilfestellung gedacht. Hier oben seht ihr auch im Kommentar Teil 1, Datentypen und Variablen. Ja, da müsste ich eigentlich nur noch Würfelwissen hinschreiben. Ja? Immer Branding mit rein. Okay, also Integer, ganze Zahlen. Gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel minus 42. Wenn ich jetzt nicht eine ganze Zahl speichern möchte, sondern eine mit Komma, dann kann ich das auch machen. Dann nenne ich das Ganze Float. Float kann zum Beispiel 3,14 aufnehmen. Und Float steht für Floating Point, also Fließkommazahlen. Wie gesagt, der Name B in dem Fall ist jetzt egal. Ich darf nicht nochmal A verwenden, der Name ist schon weg. Aber B kann ich verwenden und Float ist die Bezeichnung des Datentyps. Hierbei ist zu beachten, der Dezimalpunkt ist eben Punkt und kein Komma wie im Deutschen. Das heißt, hier steht jetzt nicht 3141, sondern hier steht 3,141. Das bedeutet, ich habe kein Komma, sondern Dezimalpunkt. Das kommt daher, dass die Programmiersprachen im Englischen ihre Wurzel haben und da ist einfach der Dezimalpunkt die übliche Herangehensweise oder die übliche Schreibweise und nicht das Komma, das macht man im angelsächsischen Raum aber häufiger. Gut. Float B. Jetzt kann ich Fließkommazahlen speichern. Übrigens, die könnten auch negativ sein, ne? Die müssen nicht positiv sein. Aber was ist denn, wenn ich
Buchstaben und Text speichern möchte. Das gibt es ja auch noch. Sagen wir mal, ich habe das Textzeichen Dollar. Ja, also ein Sonderzeichen, ein Sondersymbol, das Dollar-Symbol. Und ich möchte es gerne speichern, dann kann ich das machen. Und zwar mit dem Datentyp Char oder Character. Ich nenne das C. Und jetzt kann ich es aber nicht einfach so hinschreiben, dann wäre es eine Variable, sondern ich muss es in einfache Anführungszeichen setzen. Ja. Also einfach einklammern, dann sieht man, oder der Rechner sieht dann, das soll ein Textzeichen sein hier. Und ich kann mir das Textzeichen speichern. So, Character, ein einzelnes. Oh, hier ist ja was los. Ein einzelnes Textzeichen. Gut, Character, ein einzelnes Textzeichen. Wenn ich aber jetzt mehr als ein Textzeichen speichern möchte, also zum Beispiel ganze Sätze oder Wörter, dann kann ich das auch machen. Zum Beispiel, das ist Würfelwissen. Jetzt ist nur das Problem, ich kann nicht Character benutzen, sondern da passt ja nur ein Textzeichen rein, sondern ich muss was Größeres nehmen. Zum Beispiel String. String, nehmen wir mal D. String D sei jetzt mal gleich, das ist Würfelwissen als Satz. Das funktioniert, denn ich habe es in normale Anführungszeichen gesetzt. Normale Anführungszeichen, also doppelte hier. Ne? Jetzt habe ich einen ganzen Blocktext erzeugt. Das ganze Ding heißt deswegen String, weil auf Englisch String Kette bedeutet und ich habe im Prinzip eine Verkettung von einzelnen Textzeichen. Ja? Heißt also, D ist ein Textzeichen, A ist ein Textzeichen, S ist ein Textzeichen, das Leerzeichen ist ein einzelnes Zeichen, I, S, alles einzelne Textzeichen, sogar das Ausrufezeichen hier am Ende ist ein Textzeichen, wie das Dollar-Symbol. Und wenn wir eine Kette von Textzeichen haben, haben wir einen String, eine Verkettung und das ist dann im Prinzip Satz oder Worte oder sowas in der Art. Schauen wir es mal auf. String ist eine Kette von Chars. Na, von Chars. Okay. Also Kette von Characters. Das sind die vier Grundelemente an Objekten, die ich mir speichern kann oder Datentypen, die ich mir speichern kann. Es gibt für Sonderfälle natürlich noch viel mehr. Es gibt sowas wie Point für Vektoren, also Point für Punkte und Vektoren könnte man speichern. Es gibt auch abstrakte Objekte oder größere Objekte. Es gibt Listen oder dynamische Tabellen. Es gibt alle möglichen Arten von Datentypen, aber mit denen beschäftigen wir uns, wenn wir sie wirklich brauchen. Hier geht es erstmal darum, dass ihr seht, wie lege ich jetzt Datentypen, wie lege ich Zahlen oder sowas fest? Wie bringe ich dem Rechner bei, sich die zu merken? Okay, interessant sind vor allem die hier oben, Int und Float. Nur der Vollständigkeit halber, wenn ich jetzt eine besonders lange Fließkommazahl hätte, also hier Pi sehr, sehr genau speichern wollte, dann würde ich nicht Float nehmen, sondern Double nehmen. Da ist mehr Platz einfach für Nachkommastellen. Aber das lassen wir jetzt in dem Fall. Bei Processing macht es eh nicht den Riesenunterschied. Gut, jetzt haben wir ganze Zahlen und Fließkommazahlen. Die Frage ist natürlich jetzt, was kann ich damit machen? Ich kann also hier oben Variablen festlegen. Dann möchte ich sie natürlich auch verwenden. Verwenden kann ich die Variablen, indem ich zum Beispiel damit rechne. Ich kann also sowas sagen wie a plus a. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Ich nenne a mal wieder 5 oder mache mal wieder den Wert 5 in a rein. A plus A würde logischerweise 10 ergeben, aber wenn ich das hier oben links versuche auszuführen, passiert nichts, denn er weiß nicht, was er mit A anfangen soll an der Stelle. Ja, ich rechne das einfach zusammen und nichts passiert oder nichts wird damit dann gemacht. Deswegen sage ich ihm, gib mir mal A plus A aus. Semikolon ist ein Ende, denn mit einem Semikolon schließen wir jeden Befehl ab. Seht ihr hier oben ja auch. Gut. Print gibt mir hier unten in der Konsole, in der Ausgabe, das Ergebnis von A plus A aus. Also es gibt mir aus, was auch immer hier in den Klammern drin steht. Es öffnet sich ein kleines Fenster. Dieses Fenster ist dafür da, später mal grafische Ausgaben wie Zeichnungen zu machen. Brauchen wir jetzt noch nicht. Und unten in der Konsole sehen wir die Ausgabe 10. Denn A plus A war ja 5 plus 5 ist 10. Das wird ausgegeben, fertig.
Jetzt kann ich allerdings auch nochmal print de schreiben in der neuen Zeile, neuer Befehl, neue Zeile. Führe das wieder aus und sehe, irgendwie komisch, 103,14. Das ist ja deswegen schräg, weil wir erwarten, da müsste eigentlich 10 und 3,14 rauskommen. Und genau das passiert auch. Da steht 10 und dann 3,14 direkt hintereinander. Deswegen sieht das so komisch aus. Es sind eigentlich zwei einzelne Ergebnisse. Und damit das nicht so verwirrt, schreiben wir nicht print, sondern println. println steht für print und dann line break, also Zeilenumbruch. Das bedeutet, nach einer Ausgabe erfolgt ein Umbruch in der Zeile. Ihr seht es jetzt, hier zwei Zeilen benutzt, 10 und 3,14 sind getrennt und es verursacht nicht so viele Probleme. Okay. Wenn ich jetzt die normale Ausgabe 10 habe, dann sehen wir schon, wir können plus rechnen. Wir können natürlich genauso gut minus rechnen. Da kommt 0 raus, logischerweise. Wir rechnen mal a minus b. Und hier sehen wir einen Rechenfehler. Und zwar 1,859999 kommt raus. Es sollte ja eigentlich 1,86 rauskommen. Das ist ein Rundungsfehler. In Processing und in Java-basierten Sprachen, generell in vielen Programmiersprachen, hat man häufig das Problem, dass es beim Teilen oder beim Subtrahieren Rundungsfehler gibt, der Art, dass die Genauigkeit beim Berechnen nicht komplett ausreicht. Das heißt, der Rechner hat nicht unendlich viel Speicherplatz in seinem Arbeitsspeicher vorhanden, wo er Variablen speichert, sondern das ist begrenzt. Es gibt nur eine gewisse Nachkommastellenzahl oder eine gewisse Genauigkeit. Und irgendwann ist diese Genauigkeit ausgeschöpft und wir kriegen solche Rundungsfehler, die kann man auch nicht komplett vermeiden, sondern ihr müsst dann aufpassen, dass ihr es irgendwie schafft, so zu programmieren, dass solche Fehler abgefangen werden. Das gucken wir uns in konkreten Beispielen dann noch an. Gut. A minus B, also rechnen, plus, minus, jetzt probieren wir noch mal und geteilt aus, mal, funktioniert, aber auch damit einen kleinen Rundungsfehler, geteilt, ja, auch da. Übrigens, der Rundungsfehler entsteht dadurch, weil a eine ganze Zahl ist, ne? Und b ist eine Fließkommazahl. Ich mische da zwei Datentypen, die eigentlich nicht viel miteinander zu tun haben. Wenn ich mal float nehme für a, okay, hat einen Rundungsfehler immer noch. Also wie gesagt, ihr müsst aufpassen, ob da ein Fehler passiert oder nicht. Das hängt davon ab, wie im Hintergrund die Genauigkeit eingestellt ist. Gut, ich habe jetzt a mal b und fertig. Schön, die Grundrechenarten funktionieren also. Wenn ich jetzt aber eine Variable ändern möchte, kann ich das natürlich auch tun. Ich möchte was ändern und zwar möchte ich gerne a ändern. Ich sage jetzt a soll meinetwegen 17 sein. Semikolon ist das Ende, um den Befehl abzuschließen. A ist 17. Das geht, aber euch fällt auf, ich schreibe nicht nochmal int hin, denn int wird hier oben festgelegt. Der Rechner weiß jetzt, a ist eine ganze Zahl und ich muss es hier unten nicht nochmal sagen, das weiß er immer noch. Aber ich muss natürlich sagen, a soll jetzt 17 sein. Die 5 ist überschrieben. Schauen wir uns das mal an. Erst hat a den Wert 5. Dann hat a den Wert 17 und wenn ich es ausgebe, ist der Wert immer noch 17. Würde ich nämlich jetzt davor den Wert ausgeben und ihn dann erst ändern, also 5 ausgeben, ändern, ausgeben, dann müsste ja 5 und 17 rauskommen und das tut es auch. Gut. Jetzt haben wir gesehen, wie Variablen festgelegt werden, wie sie geändert werden und wie Grundrechenarten hier funktionieren. Ich kann natürlich auch einfach ohne Variablen arbeiten. Danke fürs Zusehen. Ich kann das ausgeben. Aber weil das hier ja ein Datentypen-Beispielkurs ist, nenne ich die Variable jetzt einfach mal Danke. Ja, jetzt ist Danke fürs Zusehen in Danke gespeichert und ich kann Danke ausgeben. Ich führe das einmal aus. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in Teil 2 wieder, wenn es um Abfragen geht. Dann mit logischen Strukturen und ja, Folgerelationen, die angegeben werden. Viel Spaß bis dahin, viel Spaß beim Nachmachen. Dankeschön. Tschüss.